Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um euklidische Rhythmen bzw. um den euklidischen Algorithmus. Aber legen wir doch einfach mal los. So, euklidische Rhythmen gehören so zu den Polyrhythmen. Da hatte ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Und der euklidische Algorithmus stammt von dem Euklid von Alexandria. Das war damals ein griechischer Mathematiker, so ums dritte Jahrhundert vor Christus, der in Alexandria gelebt hat. Schreibt auf jeden Fall Wikipedia. So. Und der hat einen Algorithmus entwickelt, womit man den größten gemeinsamen ganzzahligen Teiler von zwei Zahlen ermittelt. Ich habe hier mal ein paar Folien vorbereitet. Das ist der euklidische Algorithmus. Das heißt, die Suche nach dem größten gemeinsamen ganzzahligen, also sowas wie 1, 2, 3, 4, Teiler, mit dem man bei einer Division ein ganzzahliges Ergebnis erhält. So. Und zwar zum Beispiel die Zahlen 49 und 14. Was haben die für einen größten gemeinsamen ganzzahligen Teil? Also welche ist die größte Zahl, mit der man diese beiden Zahlen teilen kann und zum Schluss dann wieder eine natürliche Zahl erhält, also sowas wie 1, 2, 3, 4 oder 13 und 5. Das hat der Euklid quasi rausgefunden und hat da einen Algorithmus entwickelt, der relativ einfach ist. Und zwar bei 49 und 14 ist er einfach hingegangen und hat gesagt, okay, 49 minus 14 ist 35, dann nehme ich die größere Zahl von den letzten beiden Zahlen, packe die vorne ran und ziehe dann die kleinere Zahl von den beiden Zahlen davon ab. Da erhalte ich dann 35 minus 14 ist 21. Dann geht er wieder hin, nimmt die letzten beiden Zahlen, die größere Zahl packt er wieder in den Anfang, die kleinere Zahl zieht er davon ab, dann erhält er 7, oder wir erhalten auch 7, nicht nur er. Dann wieder das gleiche Spiel, 14 und 7, 14 ist die größere Zahl an den Anfang, 7 die kleinere Zahl, also 14 minus 7 ist gleich 7. Und wenn wir das Ganze nochmal machen, kriegen wir 0, 0 ist kein zulässiger Teiler, also ist 7 der größte gemeinsame ganzzahlige Teiler für 49 und 14. Und dasselbe zum Beispiel bei 13 und 5. Wieder das gleiche, 13 minus 5 gibt 8. Die größere Zahl geht an den Anfang, die kleinere Zahl wird davon abgezogen, ergibt 3. Dann wieder die letzten beiden Zahlen. Die größere geht an den Anfang, die kleinere wird davon abgezogen, ergibt 2. Wieder das gleiche, größere an den Anfang, kleinere wird abgezogen, ergibt 1. Und bei 1 können wir dann aufhören, bei den kleineren gemeinsamen Teiler gibt es da nicht, oder kleinere Zahl gibt es da nicht in dem Fall, die zulässig wäre. Also ist der größte gemeinsame Teiler von 13 und 5 die 1. So, und jetzt hat 2004 der Kanadier Gottfried Toussaint entdeckt, dass man diesen euklidischen Algorithmus in einen Rhythmus übersetzen kann. Und zwar hat er 2005 dann einen Artikel geschrieben, der euklidische Algorithmus erzeugt traditionelle musikalische Rhythmen. Und darin hat er beschrieben, der größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen wird rhythmisch verwendet und gibt die Anzahl der Beats und Pausen an, wodurch fast alle wichtigen Rhythmen der Weltmusik erzeugt werden, außer indische. Warum, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Die Beats in den resultierenden Rhythmen sind so gleichmäßig verteilt wie möglich. So, und das hat er so gemacht. Wenn wir jetzt 13 und 5 zum Beispiel nehmen, ist wieder der Algorithmus hier auf der linken Seite. Also 13 minus 5 ist 8, das hatten wir ja schon mal. Und jetzt betrachten wir die Zahlen aber folgendermaßen. Die 13 wir erstellen eine Einheit mit den eckigen Klammern. So, das ist eine Einheit. In dieser Einheit haben wir 13 Zähleinheiten. In diesen 13 oder Zählbereiche, in diesen Bereichen, diesen 13 Bereichen gibt es 5 Beats, das sind hier mit 1 gekennzeichnet, und 8 Pausen. So, jetzt haben wir den kompletten
Bereich aufgebaut hier erstmal. Okay, dann nach dem euklidischen Algorithmus gehen wir jetzt hin, nehmen die letzten beiden Zahlen, nehmen die größere Zahl von beiden, packen die in den Anfang und ziehen davon die kleinere Zahl ab. Und das ergibt dann 3. Das heißt, ich beziehe mich jetzt auf diesen Bereich, den ich hier aufgebaut habe, von Beats und Pausen und sage, okay, 5 Pausen nehme ich und packe die mir hier vorne an die Beats dran, beziehungsweise hänge die an die Beats dran. So, das heißt, ich nehme hier eine 0 und packe die hier an die 1 ran, an den Beat. Dann nehme ich eine weitere 0, packe die hier in den Beat ran, noch eine 0 hier, noch eine 0 hier und noch eine 0 hier. Dann habe ich an 5 Beats, dann habe ich die 5 Pausen an die 5 Beats verteilt. Übrig bleiben dann diese 3 Bereiche. Das heißt, ich habe hier Bereiche, diese 10 oder 1,0 eher gesagt, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, also jeweils ein Bereich. Und hier haben wir dann weitere 3 Bereiche mit 0. So, jetzt geht es weiter im Algorithmus. Ich nehme wieder die größere Zahl, packe die vorne hin und ziehe die kleinere Zahl davon ab und erhalte 2. So, das heißt, ich nehme jetzt die 3 hinteren Bereiche und packe jetzt jeweils den Bereich an die Bereiche, an die Beat-Bereiche dran. Das heißt, diese 0 packe ich hier an die 10, dann bekomme ich hier die 100 oder 100. Diese 0 packe ich hier an die 10 ran, dann bekomme ich die 100 und so weiter. Das heißt, ich habe dann diese 3 Bereiche auf diese 3 10 Bereiche verteilt und bekomme dann 100, 100, 100 mit dem Rest 10, 10 hier hinten dran. Diese 2 Bereiche bleiben übrig. So, und jetzt gehe ich weiter in dem euklidischen Algorithmus, nehme wieder diese beiden Zahlen, die größere Zahl kommt nach vorne, die kleinere Zahl wird davon abgezogen und ich erhalte 1. Jetzt mache ich wieder das gleiche, ich nehme diese 2 Bereiche hinten und hänge sie vorne an den Beat ran. Das heißt, diese 100 bekommt zusätzlich dran gehängt diese 10 und ich erhalte 10010. Und mit dem Bereich mache ich dasselbe, das heißt, diese 10 packe ich an diese 100 hinten dran und bekomme 10010. Und übrig bleibt dann diese 100. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Beat oder einen Bereich, wo der Beat, den ich hier angegeben habe, so gleichmäßig wie möglich verteilt worden ist. Wenn ich das jetzt hier nochmal nachzähle, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Einheiten und 1, 2, 3, 4, 5 Beats und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pausen. So, das ist der ganze Zauber vom euklidischen Algorithmus oder Rhythmus, Algorithmus zu Rhythmus. Und dasselbe oder das gleiche kann ich auch mit den 49 und 14 machen. Das heißt, wenn ich hier loslege, definiere ich 49 Einheiten in diesem einen Bereich. Dieser Bereich ist 49 Einheiten groß. Und in diesen 49 Einheiten gibt es 14 Schläge oder 14 Beats und 35 Pausen. Und jetzt muss ich diese Beats und die Pausen gleichmäßig verteilen. Das mache ich wieder durch den Algorithmus. Das heißt, ich nehme von diesen in der nächsten Zeile 21 Pausen, verteile sie vorne auf die Beats oder hänge sie an die Beats dran. Und da gehe ich komplett durch und dann erhalte ich zum Schluss dieses Muster. So, und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir nehmen jetzt, weil das einfacher ist, diese 13 über 5 nennt sich das. Und damit erhalte ich ja diesen Rhythmus 100, 10, 100, 10, 100. Und das gebe ich jetzt einfach mal in eine Piano Roll ein. Das heißt, ich habe einen Bereich mit 13. Ich kann es ja nochmal schnell einblenden. Ich habe einen Bereich mit 13 und in diesen 13 müssen 5 Schläge rein. Und dieser Beat muss bei rauskommen. So, ich mache es mir jetzt relativ einfach und sage, okay, ich nehme 16, die habe ich mir hier unten schon mal eingestellt.
Und wähle mir jetzt einfach einen Bereich mit 13 Sechzehntel aus. So, und ein Takt hat 16 Sechzehntel. Das heißt, ich gehe einfach hier zurück, ich mache 16 Sechzehntel, 15, 14, Moment, nee, 16, 15, 14, 13. Das sind 13 Sechzehntel. Da drücke ich Steuerung J für Join und mache die Pianorolle auf. Ganz so groß und kann jetzt loslegen. Das heißt, mein Muster, ich kann es gerade noch mal zeigen, ist 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0. Das ist mein Muster. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0. Und das zeichne ich jetzt einfach hier ein. Das heißt, das erste Sechzehntel, ein bisschen hoch. Schöner. So, erste Sechzehntel, dann zwei Pausen, dann 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Das ist mein Muster zum Vergleich. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. So, und wenn ich diese 13 jetzt hier abspiele, ist das mein Rhythmus. Allerdings halt nicht in einem Viervierteltakt. Da fehlen jetzt noch ein paar. So, und jetzt kann ich hingehen. Man kann einfach sagen, ich erweitere das Ganze jetzt. Und zwar fehlen mir hier ja drei Sechzehntel. Und ich nehme mir einfach die drei Sechzehntel von hier vorne und packe die mir hier so ran, wenn es denn geht, wenn ich das richtig mache. So. Und packe die hier so ran. Und loope das Ganze und lasse das mal abspielen. Das wäre das eine. Oder wie auch bei den Polyrhythmen gezeigt, ziehe ich mir das jetzt einfach runter, halte die Alt-Taste hier gedrückt und stretch das Ganze jetzt hier so lang. Und dann hört sich das Ganze so an. Im Gegensatz zu den einfach erweiterten. Damit man sich das mit Rhythmus noch ein bisschen vorstellen kann, habe ich dazu einen dazu gepackt. Und der gestretchte, ich mache das mal ein bisschen leiser, der gestretchte würde sich dann so anhören, wenn der Rhythmus kommen würde. Aber er will nicht spielen. Der Rhythmus will nicht mit mir spielen. Okay, schade eigentlich. Vorhin ging es gerade noch. Das ist jetzt wahrscheinlich. Er spielt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt nicht möchte. Ich kann hier ja einfach mal demuten. Er möchte nicht. Alles eingestellt. Aber möchte nicht. Okay, dann leider ohne Rhythmus. Aber ich kann ja einfach noch mal kurz den Stretch hier zeigen. Und die erweiterte Version. Nochmal Stretch. Und dann noch mal die reine Leere mit dem 13 über 5. Das war schon, leider ohne Rhythmus. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt oder ihr könnt was davon mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ihr kennt das ganze Spiel auch mit der Glocke und allem drum und dran. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Thank you.